Weiter geht es mit einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ja, der Laden ist eröffnet, es kann losgehen, die ersten Kunden sind gerade schon reingestürmt, wir sind kurz vor Level 42, ich gebe hier jetzt mal richtig Gas, ich will so schnell wie möglich Level 42 bekommen, weil alle, die schon länger hier dieses Let's Play, aua, hat er mich angefahren, alle, die schon länger hier dieses Let's Play verfolgen, wissen, ab Level 42 gibt es neue Produktlizenzen. Übrigens habe ich auch den Preis hier von dem Öl gerade schon mal angepasst. Ansonsten ja, müssen wir in dieser Folge, wenn wir Geld übrig haben, wieder Produkte nachbestellen. Wir haben ein bisschen Mangel mit dem ein oder anderen Produkt, wie zum Beispiel hier Käse müssen wir unbedingt nachbestellen. Ja, wir haben von Mayo, Ketchup und so weiter nicht mehr ganz so viel da, da müsste man nachbestellen, hier hinten müsste man nachbestellen. Es ist mittlerweile richtig anstrengend, muss ich sagen, dieses ganze Lager zu überblicken. Klar, wir haben jetzt von den meisten Produkten alles doppelt und dreifach da und so weiter, aber es ist trotzdem, guckt euch mal diese komplette Länge an von diesem Lager. Einmal hier, dann haben wir da noch Regale stehen, dann haben wir hier nochmal so eine komplette Länge mit Produkten. Es ist jetzt schon schwer, das zu überblicken. Also ich hoffe, dass demnächst ein Update rauskommt, wo ein so ein bisschen die Lagerarbeiten vereinfacht, weil eigentlich soll es in dem Spiel ja hauptsächlich um den Supermarkt hier gehen und nicht um Lagerarbeiten. Aber gut, ich weiß, es gibt Modifikationen für, aber ich möchte in diesem Let's Play erstmal keine Modifikation verwenden, weil dieses Spiel ja eigentlich regelmäßig Updates bekommt. Da ich aber jetzt hier ein paar Tage wieder vorproduzieren muss bei diesem Spiel, kann es natürlich sein, dass wieder ein Update rauskommt und ich hier halt dann noch eine veraltete Version spiele. Aber ja, ab Mittwoch gibt es dann wieder quasi eine aktuelle Folge. So ist es. Okay. Beziehungsweise, nee, doch ab Mittwoch. Vielleicht schon ab Dienstag, aber ab Mittwoch auf jeden Fall eine aktuellere Folge. Ich weiß halt nie, wann Updates für Spiele rauskommen, deswegen ist es immer mit dem Vorproduzieren so ein bisschen blöd, aber ich muss mir halt immer so ein bisschen einen kleinen Puffer verschaffen an Folgen, sonst kriege ich Probleme. So, jetzt aber mal hier weiter im Geschäft. Wir brauchen Käse. Gucken wir gerade mal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehmen wir davon mal mit und wir brauchen von dem anderen Käse. Achso, davon hatte ich ja schon. Stimmt ja, ich habe von dem Käse habe ich ja schon. Na gut, ich nehme jetzt heute schon wieder viele Stunden auf. Da kann man mal durcheinander kommen. Also von dem brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, also dann haben wir von dem auf jeden Fall Vorrat da. Dann brauchen wir Parmesan. Wir füllen jetzt gerade mal das Käseregal auf. 3, 4, oh. Da bestellen wir dann nochmal eine Kiste mit. Dann brauchen wir, glaube ich, Mozzarella. Ist nur die Frage, wie viel. Ich glaube, 6 Kisten waren es jetzt. Mozzarella. Oder? Genau, 3 Kisten sind es jetzt. Wenn wir jetzt da 3 Mozzarella hinzugefügt haben, haben wir insgesamt 6 Stück. Dann ist das Fach komplett voll. Schmeißen wir hier mal ein paar Kisten rein, damit die Kunden nicht meckern können. Sehr schön, da haben wir Mozzarella. Dann haben wir hier wieder Parmesan. Ups, da habe ich hier falsch fast einsortiert. Da gehört es hin. Das gehört dorthin. Hallo? Hier ist das Lager. Kein Durchgang. Was ist denn da los? Wie frech ist das denn? Läuft da einfach durchs Lager durch. Wisst ihr noch ganz am Anfang, als irgendwie kann ich gerade stellenweise nicht nach rechts laufen. Ich weiß nicht warum. Wisst ihr noch, als am Anfang die Kasse so ein bisschen oder wie die hier verdreht hatten, die Leute dann ins Lager reingestanden haben und ständig durchs Lager marschiert sind? Aber da war das Lager auch noch klitzeklein. Jetzt war es richtig frech, da einfach durchzumarschieren. So, das gehört dorthin. Aber ich finde dieses Lagerarbeiten mittlerweile auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Es ist halt wirklich nur noch viel Hin- und Her-Rennerei auffüllen und so weiter. Ich hoffe wirklich, dass da bald ein Update kommt, was das hier vereinfacht. Dass die Leute halt, unsere Mitarbeiter, die auch die Regale im Markt einräumen, dass die halt dann auch hier im Lager einräumen. Ich würde das selber bestellen, würde ich persönlich gar nicht schlimm finden. Also hier durchgucken und selber hier am Computer bestellen, das würde ich nicht schlimm finden. Klar, wäre dann auch irgendwann nervig, aber das, die nächste Stufe wäre, ich bestelle selber und die Kollegen holen es halt wenigstens von der Straße rein. Weil dieses Hin- und Her-Gerenne, das finde ich persönlich so nervig. Das Einsortieren würde ich auch nicht nervig finden, aber halt dieses Gerenne. Raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein. Wieder bestellen, wieder raus, rein und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid, ihr seht es ja selber. So. Von dem Müsli brauchen wir 4 Stück. 4 Packungen kriegen wir hin.
sortiere ich das gerade mal ein. Machen wir aber ganz gechillt. Ich habe keinen Zeitstress. Ich glaube, von den meisten Produkten haben wir Sachen da. So, Hauptsache, wieder ein bisschen was aufgefüllt. Das Schöne ist, wir haben jetzt schon 2238 verdient. Wir hatten ja in der letzten Folge das erste Mal mehr Kunden oder über 60 auf jeden Fall. Es waren, glaube ich, insgesamt sogar 63. Drei Stück davon waren nur unzufrieden oder so in der Art. Irgendwie sowas war das. Ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt sehe ich gerade, das Bier ist leer. Wenn ich jetzt schreiben könnte. Bier. Ich weiß nicht, wie viele Kisten ich von diesen kleinen ins Regal stopfen kann. Deswegen bestellen wir jetzt gerade einfach mal eine Riesenmenge. 10 pro Produkt. Dann haben wir davon schon mal Ruhe. Müssen wir auf jeden Fall nicht nachbestellen. Aber jetzt müssen wir halt 20 Mal wieder hin und zurück laufen. Das ist halt dann das Doofe. Aber gut. Ich weiß, Modifikationen würden das regeln, aber nein. Ich bleib da treu. Ich installiere jetzt hier für das Spiel keine Modifikation. Ich rechne ja demnächst schon wieder mit dem nächsten Update. Deswegen habe ich es auch angesprochen, dass ich ein bisschen vorproduzieren muss. Ich weiß nicht, ich glaube, Rhythmus war so alle 2, 3, 4 Wochen oder so. Und ich denke mal, diese Zeit müsste jetzt bald wieder um sein. So, wir haben ja 3. Dann nochmal 3 wahrscheinlich. Nochmal 3 dahinter. Da glaube ich, wenn wir ordentlich was reinkriegen. Mit diesen kleinen Kisten. So. Jetzt haben wir da schon 65 Flaschen im Regal drin von diesem grünen Bier. Theo Schuh oder Chef. Keine Ahnung. Theo Schuh wahrscheinlich heißt dieses Bier. Wie heißt eigentlich das andere? Fess. Oder so, keine Ahnung. So, jetzt haben wir da 90 drin. Das macht eigentlich unser Toilettenpapier. Das ist auch schon wieder leer, aber ich darf nicht mehr nachbestellen. So, Toilettenpapier müsste man irgendwie auf so eine automatische Dauerbestellliste setzen können. Dass jeden Tag mindestens so und so viele Kisten von dem Zeug automatisch geliefert wird. Dass der Lieferant da Bescheid weiß, okay, von dem Zeug nehmen wir jeden Tag so und so viel mit. Das wäre auch nice. Und was ich finde, was man auf jeden Fall aufheben müsste. Da gibt es auch Modifikationen für, wo ich auch finden würde, das müsste das Spiel automatisch anders haben, ist dieses Bestelllimit. Habe ich am Anfang schon öfters mal kritisiert gehabt und ich will es einfach mal wieder aufgreifen. Ich mag das Bestelllimit immer noch nicht. Gibt es aber, wie gesagt, Modifikationen, die können das regeln. Da kannst du dann ganz viel bestellen und ich glaube auch automatisch Sachen liefern lassen und. Aber ja, ich warte einfach ab, bis das Spiel da eine Möglichkeit bietet. Und ich denke mal, da der Entwickler sich ja auch ans Feedback von den Communities oder von der Spielcommunity richtet, wird das bestimmt irgendwann angepasst und verbessert. Ja, Toilettenpapier ist ein bisschen knapp geworden. Ansonsten, Öl war da, Hähnchen waren da, zwar knapp, aber ist noch was da, Kartoffeln sind noch da, hier ist noch Zeug da. Also es dürfte eigentlich, wenn die Kollegen hier ordentlich eingeräumt haben, nichts gefehlt haben. Wollen wir es hoffen. So, das könnte man da auch noch einsortieren. Ich sehe gerade, wir haben da einmal Cola und da einmal Cola. Warum habe ich das da oben dann nochmal drin? Habe ich da irgendwie schon mal angefangen umzuräumen, habe es aber nicht durchgezogen? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da oben doppelt. Also nicht doppelt, aber da ist einmal und da ist einmal. Ich müsste eigentlich auch ja, nochmal Regale kaufen. Ich müsste auch von den Getränken mal mehr unterbringen. Gerade hier Orangensaft, Apfelsaft, was häufig gekauft wird, ist doch schnell leer. Ich meine hier dieses Soda-Zeug, das hält sich immer recht lange. Auch Milch geht einigermaßen. Hier von den 6er-Packs pro Kiste sind, glaube ich, 6 so Packungen nur drin, jawohl. Davon bräuchte ich vielleicht 4er oder 4 Slots insgesamt für. Hierfür vielleicht doppelt. Dafür müsste ich aber noch weitere Regale freiräumen.
Wie zum Beispiel halt das Eierregal. Das Eierregal, ich weiß halt nicht, wollen wir die Eier hier ein Regal hinstellen? Und ich finde es aber hier eigentlich ganz schön, weil man hier so quer durchschießen kann. Aber hier hinten könnte man Eier hinstellen, aber da muss ich wieder so weit laufen, um es aufzufüllen. Alles Vor- und Nachteile. Alles Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall, Kunden sind alle weg. Wir beenden mal den Tag. Tag 93 ist es jetzt. 61 Kunden waren es. 505 Supermarktpunkte. Wir haben 4.667 eingenommen. Ist nicht gerade viel. Wir hatten auch schon 5.000. Naja. Okay, wir müssen noch einen Tag machen. Dann haben wir das nächste Level. Also Toilettenpapier hat sich im Preis verändert. Die anderen Produkte habe ich gerade nicht mehr durchlesen können. 16. Was nehmen wir da? 39. 16, 39. Ist, glaube ich, okay. Was für Produkte haben sich noch geändert vom Preis her? Da würde ich mir halt auch wünschen, dass man sich auflisten lassen könnte, welche Produkte sich im Preis verändert haben, dass man hier nicht durchsuchen muss. Das werden ja immer mehr Produkte und das ist schon sehr doof, das immer rauszusuchen. So, da haben wir jetzt 89, dann hatten wir noch den Basmati-Reis, den haben wir hier, der kostet jetzt 6,28, da gehen wir auf 6,35, finde ich ganz nett eigentlich. So, schauen wir weiter, ich glaube, das war noch ein Produkt. Aber es ist gut, dass jetzt gerade so viele Produkte teurer werden, weil dann nehmen wir wieder ein bisschen mehr Geld ein. Hier, Eis. Das Eis hat sich noch im Preis verändert. Das haben wir schnell angepasst. Wo ist das Eis? Da. Oh, sieht, ich habe voll Bock drauf. Auch wenn es grün ist da, ich habe trotzdem voll Bock auf Eis gerade. Gerade jetzt, wo die Sonne so schön scheint, es draußen warm ist, gibt es nichts Besseres als Eis. Wir haben uns auch die letzten Tage rausgesetzt zum Mittagessen. Oder beziehungsweise Mittagessen. Wir tun ja eben schon um 10.20 Uhr meistens Mittagessen, weil Katrin halt momentan Spätschicht hat. Und also meine Freundin. Und dann müssen wir immer früh Mittagessen, weil die kommt halt abends auch erst gegen 9 Uhr nach Hause wieder. Und dann kannst du nicht um 9:30 noch Mittagessen. Das wäre auch blöd. Essen wir ein bisschen früher. Haben wir uns rausgesetzt die letzten Tage morgens zum gemeinsamen Mittagessen. So. Genau, wir haben jetzt genug Geld zur Verfügung, wir können hier die Rechnung bezahlen. Ich bin gerade, warum? Habe ich jetzt beim letzten Tag auch wieder die Miete nicht bezahlt gehabt oder warum war da jetzt schon wieder alles doppelt? Egal. 3.124 Geld haben wir jetzt. Wir bestellen wieder das Nötigste nach, was wirklich am Leergehen ist. Zum Beispiel hier das Müsli. Würde ich jetzt einfach mal nachbestellen. Müsli. 3 Kisten brauchen wir davon. Die anderen Sachen haben wir noch da. Genau, da oben könnte man... Ja, wie gesagt, ich kaufe nochmal ein Lagerregal. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen rumwerkeln. Ups, Lagerregal wollte ich gerade schreiben. Wir kaufen hier ein kleines Regal nochmal dazu. Sind wir bei... Ja, gut. Wir haben noch genug Geld. Brauchen dieses Kalbskotelett-Zeug. Kalbskotelett. Boah, was für eine Kistengröße war das denn? Ich glaube, 2 Kisten kriegen wir davon nur. Aber das ist auch unglaublich teuer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da haben wir das Lagerregal, das in Anführungszeichen kleine. Ich setze es jetzt doch mal erstmal hier vorne hin. Wie gesagt, nervt mich vielleicht ein bisschen... Weil jetzt muss ich noch mehr hier so einen Schlenker laufen und gucken, bis ich dann alles sehe. Aber dann habe ich halt den kürzeren Laufweg. Wenn ich es da hinten hinstelle, habe ich wieder mehr Laufweg. Ist halt auch wieder blöd. So, die Eier wollte ich jetzt einfach mal hier rüberpacken. Wie machen wir das? Was für eine Kistengröße waren die anderen Eier? Die waren so eine Kistengröße. Okay, nee, dann brauche ich eigentlich wirklich nur für die doppelte Größe, die... Beziehungsweise... Das können wir alles dorthin setzen und dorthin und dorthin und dorthin. Dann können wir die daneben setzen. Da würden wir ja auch einige nebeneinander oder aufeinander bekommen. Dann nehme ich das hier raus und das hier raus. Die Kisten tun wir jetzt da oben drüber. So, dann nehme ich das jetzt auch dort raus. Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich hier drüben Platz für das Fleisch. Genau, Kalbskotelett habe ich bestellt. Das wollte ich dann jetzt gleich auch hier neu einsortieren, damit es nicht verloren geht. So, dann haben wir das schon mal leer. Gut, ich wollte jetzt die Getränke halt so ein bisschen auseinanderziehen. Ja, dass wir einfach da auch mehr unterkriegen können.
Je mehr wir ins Lager kriegen, desto seltener muss ich nachbestellen. So, Müsli haben wir aufgefüllt. Von dem brauchen wir nichts mehr. Gut, jetzt nur die Frage, wie machen wir es? Also ich würde fast sagen, dass hier die Soda, die wandert mal hier drüben hin. Weil hier möchte ich Orangensaft dann 2 Slots und Apfelsaft 2 Slots. Als Anfang. Ja, Wodka theoretisch bräuchte auch irgendwann noch ein bisschen mehr Platz. Das machen wir so. Wir könnten eine Cola dann dorthin. Also die hier 2 Slots. Das da 2 Slots. Also so. So. Gut, Milch bräuchte ich dann halt irgendwann doppelt, würde ich hier vielleicht nochmal machen. Hier, wie gesagt, bräuchte man eigentlich fast 4 Stück von denen, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wodka lassen wir irgendwann noch umziehen, beziehungsweise könnte man theoretisch jetzt auch schon mal umziehen, und zwar da oben hin. Dann kriegt die Soda hier halt nicht doppelt, sondern wir nehmen da erstmal das Wodka hin. Dann haben wir aber hier Getränke. Passt. Haben wir hier doppelt Milch. Jo. Gut, ich muss, glaube ich, mal hinten wieder schauen, was wir da brauchen. Hähnchen und Pommes. Sieht ziemlich leer aus in dem Eck. Hähnchen. 1, 2, 3, 4. Und Pommes. Brauchen wir auch 1, 2, 3, 4. Brauchen wir sonst noch irgendwas hier? Hähnchen, Pommes, Pizza. Haben wir noch da genügend? So dringend eigentlich nicht so wirklich, außer hier noch Milch und Apfelsaft und sowas. 1, 2, 3. Apfelsaft, 1, 2, 3. Orangensaft, glaube ich, auch. 1, 2, 3. Haben wir noch 1723. Klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. So, Apfelsaft. Was haben wir hier nochmal? Schönes Hähnchen. Stimmt, Toilettenpapier brauchen wir gleich auch noch. Hähnchen haben wir hier. Da stürmt direkt wieder ein Kollege los, der das auffüllt wahrscheinlich. Kann ich direkt nochmal gleich Hähnchen nachbestellen. So, Orangensaft machen wir da oben hin. Also die Getränke sollten jetzt so, wie das aufgebaut ist, recht lange halten. Außer die 6er-Packung Milch. Aber gut. Eins nach dem anderen. Das können wir früher oder später immer noch anders anpassen, hier noch ein Regal mit Getränken machen, das andere vielleicht dann hier rüber verlagern, weil da ist ja auch noch Platz für 2 Regale, 2 weitere. Kann auch sein, dass wir früher oder später hier im Verlauf des Spiels wieder ein paar Produkte verringern müssen, damit wir Platz haben für andere neue Produkte. Das wird wahrscheinlich auch noch passieren. Ich würde mir ja wünschen, dass hier sowas wie ein Kühlhaus noch reinkommt, oder so ein Kühlbereich halt, wo wirklich nur die gekühlten Produkte reinsortiert werden dürfen. Weil momentan hier tiefgefrorene Sachen einfach so ins Lager stellen, ist halt eigentlich ein bisschen kacke. Eigentlich ist es ein bisschen kacke. So. Also Pommes haben wir dann gleich auch somit voll. Apfelsaft ist auch voll. Orangensaft ist jetzt auch voll. So, Milch haben wir auch gleich. So, okay. Ist irgendein Produkt leer? Ketchup und Mayo. Ketchup. Ketchup, da haben wir es doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bestellen wir. Zack. Mayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bestellen wir auch. So. Ich hätte eh nicht beides auf die Liste drauf bekommen, deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Hot haben wir noch da. Ketchup und Mayo ist jetzt gleich komplett voll. Dann brauchen wir noch Toilettenpapier. Stimmt, das habe ich immer noch vergessen. Das müssen wir gleich mal erledigen. Würde ich jetzt einfach schon mal bestellen, bevor ich es wieder vergesse. Toilettenpapier haben wir 4 Slots frei. Haben wir so mit ausgewählt. Bleichmittel könnte man nochmal 2-mal mitnehmen. Nehmen wir auch direkt mit. Bleichmittel 1, 2.
Jo, da fallen die Kisten vom Himmel. Ich muss halt über die eine Kiste drüber springen. Was war das eigentlich nochmal? Toastbrot. Genau, Toastbrot. Haben die das mittlerweile mal aufgefüllt? Haben sie nicht? Ist hier die Möglichkeit gegeben? Nee, ist auch nicht. Okay. Toastbrot haben die Kunden anscheinend in letzter Zeit keine Lust drauf. Deswegen wird das einfach nicht leer im Regal. Ist aber auch okay. Ich finde es jetzt eigentlich krass, dass wir innerhalb so 2 Folgen oder so waren es jetzt insgesamt, haben wir unser Lager eigentlich wieder in einen richtig guten Zustand gebracht. Es war ja davor wirklich richtig leer, weil ich so viel Zeit investiert habe in Umräumen, dass ich da nichts nachbestellt hatte die ganze Zeit oder wenig nachbestellt hatte. Und dann ist irgendwie alles hier den Bach runtergegangen. Und jetzt ist alles wieder soweit gut. Ich muss zwar immer noch jeden Tag ordentlich nachbestellen, aber wir sind halt auf dem richtigen Weg. So, ich würde dann auch jetzt schon mal den Laden eröffnen. Ist somit geschehen. Und nach dem Tag sollten wir auf jeden Fall, wir sind ja jetzt schon fast bei Level 42, sollten wir auf jeden Fall Platz haben für die neuen Produkte. Dann kaufen wir uns noch eine Lizenz. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, dass wir dann die neuen Produkte irgendwie unterbekommen. So, Mayo und Ketchup ist voll. Sehr gut. Käse ist auch voll, das ist voll. Eier sind soweit auch voll. Klar, von den kleinen Packen, von denen könnte man noch was nachbestellen, aber das ist erstmal okay. Da oben Steaks. Steaks sind schon wieder ziemlich mau. Die sind aber auch schweineteuer. Gut, da kann ich gar nicht so viel nachbestellen. Da muss ich in kleinen Dosen versuchen, das Lagerregal irgendwie voll zu kriegen. Wo haben wir es denn da? Genau, ich würde jetzt vielleicht hier von der Cola nochmal was bestellen, dass wir da auch mal das Regal voll haben. Dann sieht es nicht so leer aus. So, haben wir noch 200 und ein bisschen was übrig. Gut, wir müssen halt in der nächsten Folge dann auch nochmal so viel Geld verdienen, dass wir die Produktlizenz kaufen können. Das sind 5600. Das heißt, wir müssen mal 1-2 Tage ein bisschen weniger nachbestellen. Vielleicht kriegen wir da wieder so ein bisschen Probleme mit dem Lager. Vielleicht haut es aber dann auch recht schnell hin. Müssen wir einfach mal schauen. So, hier von dem Zeug würde ich auch noch bestellen. Was war das nochmal? Moussaka oder sowas? Moussaka? Hieß es so? Moussaka, genau. 2 Kisten kosten 377 für 2 Kisten Fertigfraß. Wow. Dann haben wir nämlich da das Regal auch erstmal wieder voll. Genau, Pizza könnte man theoretisch noch 2-mal bestellen, dann wäre das nämlich auch wieder voll. Ich habe ja gerade nichts anderes zu tun, deswegen kann ich ja so Kleinigkeiten immer mal nachbestellen. Habe ich schon, also Rechnung hatte ich schon bezahlt, Preise hatte ich glaube ich auch angepasst. Hat mich ja glaube ich gefreut, dass alles ein bisschen teurer geworden ist. Irgendwas war da. So, jetzt will ich aber gerade noch was gucken und zwar die Kartoffeln. Die sind schon wieder alle weg. Und ich habe gesehen, im Markt sind auch nicht mehr ganz so viele. Das heißt, wir werden gleich erstmal nochmal Kartoffeln nachbestellen, beziehungsweise es fehlt nur ein Sack. Ich habe gerade gedacht, da fehlt ein bisschen mehr. Zucker steht schön in der Sonne. Jo, irgendwann folgt ja dann die nächste Markterweiterung. Dann kommt die Ecke hier wahrscheinlich weg. Ich bin immer noch am Überlegen, wie wir dann früher oder später den Markt noch ausbauen, beziehungsweise wo dann hier das Zeug hinkommt, wenn ich hier Kasse 4 eröffne. Das ist ja irgendwann so der Plan. Ich möchte ja auch irgendwann die Kassen hier umstellen. Ich will es ja dann immer so machen, dass ich die Kassierer quasi so anschauen. Ja, das heißt, hier kommt irgendwann die gespiegelte Kasse quasi hin an die Stelle. Dann gucken die zwei sich an. Dann kommt hier wieder so eine Kasse hin. Dann hier der Kollege guckt wieder den an. Das würde ich so eigentlich ganz cool finden. Oder halt alle, dass so die Richtung schauen. Das ist aber auch ein bisschen... Weiß ich nicht. Klar, wäre so auch realistisch wahrscheinlich, aber ich würde es cool finden, wenn die sich immer so anschauen. Die Kassen sind voll. Achso, ich habe außersehen... Wann habe ich denn... Und warum habe ich hier außersehen die Kasse geschlossen? Wann habe ich denn das gemacht?
Jetzt sagt mir bloß nicht, das ist schon einige Folgen so. Das war dann, wenn nicht bewusst, dann bin ich da aus Versehen auf die Taste E gekommen beim Vorbeirennen. Oder als ich Dinge probiert habe. Keine Ahnung, warum die geschlossen war. Gerade jetzt, wenn wir so viele Kunden hier haben, schließe ich die Kasse. Das ist natürlich ein guter Move. Und hier, ja, der Computer hat wieder das wahrgenommen, was ich hier gerade beim Laufen eingetippt habe. So, bestellen wir das gerade einfach mal und räumen mal ganz gechillt das Lager wieder ein. Achtung, Kollege, muss gerade mal durch. Was haben wir denn eigentlich hier hinten? Pizza? Warum haben wir da einen Pizzakarton rumfliegen? Ah, kann sein, dass da ein Mitarbeiter den Karton in der Hand hatte und hat den dann fallen gelassen. Weil Spiel beendet, Spiel gespeichert, Spiel geladen, keine Ahnung. So, ich sehe aber gerade, wir brauchen gleich von dem Zucker von dem einen nochmal ein bisschen Nachschub. Aber es ist schön, das Lager so voll zu sehen. Ich bedenke, wie das jetzt vor 2 Folgen, ich nehme das ja alles am Stück auf, wenn ich bedenke, wie das da gerade noch vor einer Stunde ungefähr aussah, da haben wir schon ordentlich was geleistet. So, hier wollte ich noch vollstopfen, wobei halt eine Kiste ja jetzt nebenan lag, das heißt, eine kann ich jetzt gar nicht einfüllen. Leider. Die fliegt jetzt hier wieder im Weg rum. Aber gut, die können wir auch einfach jetzt hier hinten mal ins Eck reinstopfen. Da ist ja Platz, da passt ja kein Lagerregal mehr hin. So, Hähnchen sind schon wieder ziemlich weggeputzt. 6er-Pack Milch würde ich jetzt nochmal nachbestellen. Hähnchen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es war. Milch war es. So, haben wir nochmal ein bisschen was nachbestellt. Ich mache gerade mal das Licht an, es wird schon wieder dunkel. Und UI. Ist nicht umgefallen. Okay. Das war jetzt gerade mal Leben am Limit. So, und Piu. Ah, ist immer noch nicht umgekippt. Wer kann, der kann, ne? Nee, Quatsch. Ach ja. Piu. Fällt nicht um. Ja, wir brauchen dann am nächsten Tag, in der nächsten Folge dann wahrscheinlich, übrigens haben wir Level 42, brauchen wir dann nochmal hier Bierfässer, die sind nämlich leer. Beziehungsweise wir haben noch, aber ein Slot wäre leer. Mittlerweile ist es ja ganz gechillt, wir haben soweit ja alles. Also sollte den Tag überstehen. Hier habe ich eine Kiste zu viel bestellt, sorry, aber er füllt jetzt gerade auf, vielleicht habe ich dann Platz für meine Kiste. So, Hähnchen habe ich jetzt auch eine Kiste zu viel da, ist aber auch nicht so schlimm. Hier da oben könnte man dann auffüllen. So für einzelne Kisten könnte man auffüllen, ansonsten ist alles soweit eigentlich voll. Überlegen, ob ich das Öl hier zu den Eiern rüberziehe, weil dann habe ich das einfach weiter vorne, muss weniger laufen. Aber komm, nee, wir lassen das erstmal so. So, wie sieht's aus? Boah, die Hölle los noch. Der Laden hat eigentlich schon längst zu. Die Kassen sind voll. Ja, da beschweren sich die Leute schon. Ja gut, aber wir haben hier 3 Flashs an der Kasse arbeiten, die ultra langsam sind. Da wundert es mich nicht, dass die Kunden sich da beschweren. Na gut, wir können in der Zeit... Hier vorne müssen wir halt nachbestellen. Mehl und so weiter und Brot. Aber gut, das wird normalerweise nicht ganz so teuer. Wir können ja in der Zeit hier schon mal gucken nach einer Lizenz. Beziehungsweise, wir können es ja eh noch nicht kaufen, wir haben kein Geld dafür. Na gut, aber wir verdienen ja noch ein bisschen was. Wenn wir jetzt dann in der nächsten Folge nochmal aufmachen, nur das Nötigste nachbestellen, dann sollte das eigentlich passen mit der neuen Lizenz. Also ich rechne mal in der nächsten Folge damit. Schön ist, dass wir das jetzt wenigstens freigeschaltet haben und es kaufen können. Ich bin immer noch für die mittlere Lizenz, also für die jetzt als nächstes. Ich würde zwar auch die ganz links interessant finden, weil andere Sorte Bleichmittel bringt hier mal so ein bisschen Konkurrenzkampf quasi in den Markt rein. Ja, aber ich sehe da aktuell auch gar keinen Platz in meinem Laden. Das ist alles Reinigungszeug, Haushaltsmittel. Das haben wir ja eigentlich hier und hier. Wo soll ich dann da noch ein Regal hinstopfen? Da müsste ich ja hier irgendwie noch eins hinstopfen oder halt hier den Gang verlängern, aber kann ich nicht. Kann ich nicht. Ist kein Platz für. Weiß ich also ehrlich gesagt nicht, wo ich das unterbringen sollte. Bei den anderen Produkten habe ich vielleicht noch die Chance, das irgendwo einzusortieren.
Übrigens ist unser Kaffee leer. Ja, wüsste ich echt nicht. Wüsste ich echt jetzt nicht. Klar, ich könnte Toilettenpapier ein bisschen aus den Regalen rausnehmen. Aber man sieht es ja, wie schnell das einfach leer ist. Weil es halt so große Packungen sind. Was vielleicht okay wäre, wäre, wenn man hier im Hintergrund dann noch eins mit Reiniger machen würde und so Reinigungsmittel. Dann müsste aber Kaffee- und Teefach weg. Ja, und wenn du dann hier hinten den Gang entlang läufst, dann würde das vom Thema her überhaupt nicht passen. So finde ich es okay. Getränke, Tee, Kaffee, Frühstückszeug. Ja, das ist okay. Nee, also ich glaube, die erste Lizenz, die kann ich erst kaufen, wenn wir hier den Markt weiter ausgebaut haben. Dann ergibt es vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Weil wenn ich den Markt weiter ausbauen würde, dann verschwindet ja hier die Ecke. Dann muss ich erstens hier die Kühlfächer wieder umstellen und zweitens würde ich dann wahrscheinlich auch wieder hier versuchen, Regale von hier vielleicht dann hier wieder reinzuquetschen und da hinten an die Wand könnte ja dann auch noch irgendwas. Dann könnte ich vielleicht sogar die Regale hier nehmen und könnte die da rüber wandern lassen und hätte dann hier so ein Reinigungseck. Ja, oder so ein Haushaltszeug. Zeugseck. Das wäre vielleicht eine Idee, aber so im aktuellen Ladenausbauzustand finde ich es nirgendwo passend. Ich hätte auch keinen Platz mehr für die ganzen Produkte, die da aufgelistet stehen. Weil ich glaube, das sind alles Produkte, die in kein Kühlregal kommen. Toilettenpapier? Nö. Geschirrspülmittel? Nö. Reiniger? Nö. Geschirrspültabs? Nö. Reiniger? Nö. Bleichmittel? Nö. Das heißt, sind 6 Produkte, die in ein normales Regal rein müssen. Wie viele Fächer haben wir hier nochmal frei? Auch 5, 1, 2, 3, 4. Ne, hier waren es nur 4. 4 Sorten passen da noch rein. Da bräuchte man sogar 2 Regale. Die kriege ich hier auf keinen Fall unter. Also die linke Lizenz ist schon mal eindeutig raus. Die ist schon mal eindeutig raus. Die rechte würde vielleicht gehen, aber selbst da müsste ich ganz schön umwursteln. Bei dem Ding habe ich vielleicht noch Chancen, das irgendwie unterzubekommen. Na gut, wir haben 4.864 Geld verdient. Waren wie viele Kunden heute am Tag? 94, 64. Wir haben 5.458 Geld eingenommen. Alle waren zufrieden und glücklich. Bei den Einnahmen bin ich auch glücklich. Somit würde ich sagen, Mehl, Nudeln, Süßigkeiten, das passen wir noch an. 4.79, so. Mehl, Nudeln, Süßigkeiten habe ich mir jetzt einfach mal gemerkt. Aber ich weiß nicht, welches Mehl. Das war auch nicht das. Das war das. Da gehen wir auf 79. Ich glaube die. Ja, gut. 2,89. So, da haben wir das schon mal angepasst. Ich würde jetzt einfach auch nochmal ganz schnell hier die Rechnungen bezahlen, dass wir die schon mal weg haben. Ja, jetzt steht es nur wieder einmal da. Warum das vorhin zweimal da war? Entweder hatte ich es wirklich vergessen gehabt oder es war wieder irgendwie ein Bug. Keine Ahnung. So. Genau. Schauen wir in der nächsten Folge mal, dass wir nicht ganz so viel nachbestellen, öffnen den Laden wieder, kriegen nochmal hoffentlich genauso viel rein und dann können wir uns die nächste Lizenz kaufen und dann beginnt das Wursteln im Supermarkt. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu unter Social Media in der Videobeschreibung. Wer möchte, kann auch gerne den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen, würde den Kanal wirklich sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile bringen. Und ja, gerne auch nochmal in die Videobeschreibung reinschauen, weil da gibt es auch einen Affiliate-Link zu Instant Gaming. Ja, wenn ihr euch über diesen Link dieses Spiel kauft oder andere Spiele, auch für Konsolen und ja, wie gesagt, diesen Link benutzt, dann unterstützt ihr auch den Kanal und ja, das würde auch den Kanal sehr weiterhelfen. Für dich kostet das Spiel über diesen Link oder Spiele über diesen Link nichts mehr. Ihr merkt also gar nicht, dass ihr den Kanal unterstützt. Den Kanal hilft es aber sehr weiter. Genau, dann vielen Dank dafür die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.